B1.2, Punkt der AN mit x 0,5x² minus 5x plus 7 auf der Parabel P und Punkte CN mit x und 0,5x minus 2 auf der Gerade G besitzen dieselbe Abszisse x. Diese Punkte bilden zusammen mit den Punkten BN und DN Rauten AN, BN, CN, DN, wobei gilt, BN, DN sind immer zwei Längeneinheiten und YCN ist größer als YAN. Zeichnen Sie die Rauten A1, B1, C1, D1 für x gleich 3 und A2, B2, C2, D2 für x gleich 6 in das Koordinatensystem zu B1.1 ein. So, hier haben wir unsere Zeichnung von der vorherigen Aufgabe. Was haben wir jetzt alles drinstehen? Man soll etwas zeichnen, nämlich Rauten für x gleich 3 und x gleich 6, also zwei Rauten. Was noch wichtig ist, die Strecke BNDN ist immer zwei Längeneinheiten lang. Und wo sind jetzt verschiedene Punkte zu finden? Wir haben einmal den Punkt A auf der Parabel P und der Punkt C auf der Geraden G. Da gehen wir jetzt wie folgt vor. Erste Raute. Schauen wir nach für x gleich 3. Das heißt, ich gehe in mein Koordinatensystem, schaue nach, wo ist x gleich 3. Aha, einmal hier und einmal hier. Auf der Parabel haben wir gesagt, liegt der Punkt A und auf der Geraden liegt der Punkt C. Wo schreibe ich es hin? Da. So, Eigenschaften einer Raute. Bei einer Raute wissen wir, alle Seiten sind gleich lang. Das hilft uns hier also allerdings gar nichts. Andere Eigenschaft, die Diagonalen stehen senkrecht aufeinander und halbieren sich. Das ist schon viel interessanter, weil diese AC ja eine Diagonale ist. Also können wir jetzt, da nur Zeichnen gefragt ist, das Geodreieck nehmen. Wir messen die Strecke von C1 nach A1 ab, halbieren sie und dort ist der Mittelpunkt oder der diagonalen Schnittpunkt zu finden. Das sind jetzt 6 Kästchen, das heißt 3 cm. Das bedeutet, hier ist der Mittelpunkt zu finden. Und jetzt heißt es ja oben in der Angabe nochmal, BNDN sind zwei Längeneinheiten, BD ist die zweite Diagonale. Das heißt, die ist immer zwei Längeneinheiten lang. Das bedeutet 1 cm nach links und 1 cm nach rechts. Und dann bekomme ich hier den Punkt D1 und hier den Punkt B1. So, jetzt noch schön mit dem Geodreieck verbinden. Ich mache das hier jetzt recht skizzenhaft, weil wieder das Zeichnen auf dem Tablet ja, ein bisschen umständlich oder mühselig wäre. Verbraucht jetzt zu viel Zeit. So, warum ist der Punkt B rechts? Weil wir den Umlaufsinn beachten müssen, nämlich entgegen des Uhrzeigersinns, also so rum, müssen wir die Raute beschriften, das heißt A, B, C, D in dieser Reihenfolge. So, zweite Raute für x gleich 6, gleiches Spiel. Ich schaue nach, wo ich x gleich 6, dann habe ich hier den Punkt A2. Das ist meine Diagonale. Hier treffe ich auf die Gerade, dann habe ich mir den Punkt C2. Wo finde ich wieder den Mittelpunkt? Ja, es ist für nur Zeichnen gefragt, das heißt abmessen. Aha, der Mittelpunkt ist hier zu finden. Nehmen wir noch M1 und M2. Und jetzt gilt wieder 1 cm nach links und 1 cm nach rechts. Dann bekomme ich hier den Punkt D2 und hier den Punkt B2. Wieder schön mit dem Geodreieck verbinden. Und dann bekomme ich hier diese beiden Rauten. Und mehr war auch in dieser Aufgabe nicht gefragt. Das heißt, wir sind schon fertig.